Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Star Wars Battle. Was ist los mit dir? So, ja, Feuerschaft auf, naja, weniger meiner Lieblingsmap. Eher das komplette Gegenteil. Aber egal, man nimmt, was man kriegen kann. Wie halt auch beim Sex, weißt du, wenn man hässlich ist, so wie ich. Dann nimmt man einfach alles, ne? Ja. Und am meisten seine eigene Hand. Oh Gott. Ja, gut, dann, genug davon, auf jeden Fall. Wie ihr beim letzten Mal schon mitbekommen habt, hoffentlich, wenn ihr die Folge gesehen habt, kam ja jetzt der Patch raus. Und, ja, gucken mal. Wie gesagt, was das so bringt. Ah, Scheiße. Kommt da einer? Wo kommen sie denn? Kommen sie hier vorne raus? Ich glaube, die müssten hier vorne rauskommen. Alter! Respekt! Respekt, Alter! Nicht schlecht gemacht auf jeden Fall von dem Dude. Aber natürlich trotzdem ärgerlich. Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Austauschen bitte. Genau. Der hinter mir ärgert sich wahrscheinlich. Was soll die Scheiße? Warum sammelt der zwei Sachen ein von meiner Fresse? Mach sie weg! Mach sie weg! Du hast nicht einen Kill geholt. Und der Druid ist, glaube ich, schon kaputt gegangen, oder? Nice! Nice one! Mann, das freut mich aber. Das freut mich aber, dass einer aus meinem Team Boba Fett geworden ist. Und man hier nicht normal laufen kann. Oh Gott, Leute. Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalker an eurem Quadranten ist. Ich kenne diesen Skywalker einfach nicht. Wer ist das? Ich kenne den nicht. Fällt mir das gerade nicht ein, wer Skywalker ist. Scheiße, Mann. Aber RGL Headshot One. Den kennen wir alle, den kennen wir natürlich alle. Und den werden wir auch niemals vergessen, weil er so ein brutaler, geiler Typ ist. Ich liebe den echt. Also, unfassbar geiler Typ. Der ist immer korrekt drauf, der macht immer die Kills für sein Team. Ist immer dabei, er macht die wichtigen Kills halt auch. Und nicht so die Low-Level-Kills mäßig. Der ist einfach ein nicer Dude, so. Einfach ein nicer Dude, so. Weißt du, was ich meine, Bro? Warum weißt du, was ich meine? Ey, Boba, du Arschkopf! Mrs. Wood, eine Frau spielt Star Wars und tötet mich? Direkt die Folge löschen und verbrennen, ey. Das kann er wohl gar nicht angehen hier. Was geht denn jetzt ab? Boah, die kann aber mit dem... Mit dem langen Gerät kann die ganz gut umgehen anscheinend. Tja. Aber wo ist eigentlich unser Boba Fett? Ich dachte, der unterstützt uns. Wo ist der denn? Warum mache ich hier schon wieder den meisten Schaden? Was ist hier los, Mensch? Was läuft hier schon wieder? Hier läuft schon wieder alles schief. Alles läuft hier schief. Ey, Alter. Das könnt ihr. Das kann mein Team. Wenn ich jemanden schön aufs Korn genommen habe... Und gerade am Zerstören bin, dann sind sie natürlich dabei, den letzten Kill zu machen, den letzten Schuss zu machen, um den Kill abzustauben. Da sind sie ganz groß dabei. Alles andere, naja. Geht so, wa? War auch schon mal besser hier. Ich mag die Map einfach nicht. Ich mag die Map nicht. Ja, da ist er wieder RGL-1. RGL Headshot One, sorry. Die Map ist einfach so billig. Ohne Scheiß, tut mir leid, die ist echt im Vergleich zu den ganzen anderen Maps so billig. Ich weiß nicht. Mag die jemand von euch? Ist die von jemandem die Favoriten-Map? Also ist jetzt nicht komplett der Bullshit oder so. Jetzt wollen wir auch nicht übertreiben oder so, aber.
Die ist schon nicht so geil. Ich weiß nicht mal von wo. Nicht mal von wo ich den Schuss bekomme. Schon. Das hättest du lieber nicht machen sollen, Dude. Ich rutsche weg. Oh, fuck. Du kannst hier nicht normal hochlaufen. Du kannst da nicht hochlaufen. Wow! Jetpack-Gott! Jetpack-Gott, Alter! Boah, scheiße, Mann. Und plötzlich hat er 19,7. Was geht denn, Boys? Wir müssen die Scheiße mal langsam einnehmen. So sieht's nämlich aus. Aua. Aua. Tot. Tja, ich, ja. Schreibt mal echt gerne in die Kommentare, Leute, ohne Witz, von den großen Maps, in der großen Variante, welche Map findet ihr schlechter als diese? Jetzt mal ganz ernsthaft, vielleicht ist die auch unnormal beliebt, kann ja auch sein, was jetzt nicht meine Meinung beeinflussen würde, weil, wie gesagt, von den großen Maps ist die definitiv die schlechteste, für mich persönlich zumindest. Aber vielleicht da draußen ist ja jemand, der sagt, nein, ist nicht. Auch in der kleinen Variante fällt mir keine ein, die schlechter ist als die hier. Auch da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht ist sie ja echt so unnormal krass beliebt. Das müssen wir natürlich den Jetpack-Move machen. Ich hab den nicht mal. Ich hab nicht mal einen Hitmarker bekommen für den einen. Der stand doch quasi in der Granate drin, oder nicht? Cheater? Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Geiler Typ, ey. Auch mit der dicken Thermalbombe nicht mal ein Hitmarker? Hä? Spielen wir das gleiche Spiel, sag mal? Oder sind die irgendwie in der Matrix und ich mache einfach keinen Schaden deswegen. Ich weiß es einfach nicht. Da müsste einer kommen. Das Rebellenpack besetzt gleich einen Kontrollpunkt. Wir müssen zum Angriff übergehen. Bleibt nicht mehr viel Zeit. Unsere Suchdroiden haben Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Holt ihn euch. Oh, lass mich leben, bitte. Oh, Lowey 07. Oh, Gott. Ach, Mensch, ey. Hier ist auch... Ach, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über die Map flamen. So, scheiß drauf. Ich spiele auch gerade mit dem Merkmal Berserker-Klasse. Und die ist ja irgendwie auch nicht so geil, wie ich finde. Nein, Sir. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Yay, oh Gott. Jetzt. Könnt ihr euch an meine Worte erinnern?
Wenn es darum geht, den letzten Schuss abzugeben, da sind die am Start. Alter, wie ich den Schaden gemacht habe hier, ey. Und dann kommen sie natürlich um den abzuschieben. Na, schon wieder. Dreckige Scheiße, ey. Wo, warum ist jetzt das zum Beispiel keiner? Da kommt keiner und rettet mich mal. Ah, pass auf, Zoltman wird angegriffen. Nö, interessiert mich nicht. Ey, da hat Zoltman einen Anschuss. Egal, ich bin am Start. Ich bin am Start. Ja, Mann, ich sehe den schon. Ein typischer Zorbos. Ein typischer Zorbman Move. Geiler Move von mir. Hammer. Ja, jetzt kommt Vader natürlich und der Zorn, den spüren sie jetzt auch. Komm schon, ey. Ich bin relativ ruhig geblieben diese Folge. Ich bin echt stolz auf mich ein bisschen. Also nicht komplett immer ausresten, so passend. Ja, Leute, also schreibt echt mal in die Kommentare hier auch Dr. Dank 14. Richtig geiler Typ. Vor 5 Minuten drauf geguckt, da hat er auch schon das Helden-Symbol. Seitdem hat er 3 Kills gemacht. Geiler Typ. Ja! Ja, Mann, mit solchen Leuten in einem Team macht es richtig Laune. Macht richtig Laune. Ja, gut. Also, wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Map haltet. Für mich, wie gesagt, die schlechteste Map im ganzen Spiel. Im ganzen Spiel. Die ist einfach... So, innen drinnen in den Eishöhlen sieht die schon sehr nice aus. Optisch sieht die ganz nice aus. Innen, aber nur innen. Außen geht's so halt. Aber im Prinzip... Ey, lass mal, was machen wir da für eine Map? Mach mal einfach Schnee. Okay, gut. Mach mal einfach lang. Okay, gut. Und mach einfach... 2, 3 Eingänge. Okay, gut, das war's. Ah, cool. Rausbringen. Gut, war jetzt kostenlos die Map, aber wie gesagt. Gib bessere. Alleine, wie gesagt, auf Endor die in Feuer-Variante. Hammergeile Map. Gut, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Danke dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.